Kind ersticht Obdachlosen. Davon geht die Dortmunder Staatsanwaltschaft aus. Ein 13-Jähriger soll einen Obdachlosen am Dortmunder Hafen getötet haben. Ein Handyvideo zeigt offenbar, wie das Kind gestern Abend auf den 31-Jährigen einsticht. Festgenommen wurden auch ein weiteres strafunmündiges Kind und zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren. Alle vier sind wieder auf freiem Fuß. Die Bulgaren sollen am Hafen Lachgas konsumiert haben und zufällig auf das Opfer getroffen sein. Zeugen hatten die Auseinandersetzung beobachtet und die Polizei gerufen. Die sicherte am Tatort Spuren. Ein Diensthund fand das mutmaßliche Tatmesser. Die Mordkommission ermittelt.